Manege frei für den Zirkus Paul Busch. Aus Wismar kommend hat der Zirkus mit dem bekannten Namen übers Osterwochenende auf dem Platz an der Bleiche Quartier bezogen. Nach der Premiere am Freitag stehen am Sonnabend um 15 und 18 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr und am Ostermontag um 11 Uhr weitere Vorstellungen auf dem Programm. In den jeweiligen Pausen sind hier Schauen möglich. Führt der Zirkus doch mit Kamelen, Lamas, Büffeln, Zebras, Rassepferden und Ponys eine stattliche Anzahl von Tieren mit. Neben Tierdressuren werden in dem 2-Stunden-Programm unter anderem Clowns, Akrobaten, Jongleure und Drahtseilkünstler auftreten. Höhepunkt einer jeden Show ist das Todesrad, das den Zuschauern regelmäßig den Atem stocken lässt. Für Direktor Georg Frank ist das Gastspiel in Güstrow etwas Besonderes. Wurde doch sein Vater 1912 in dieser Stadt geboren. Georg Frank erzählt, wieso der Zirkus den Namen von Paul Busch trägt. Nun, der Name Paul Busch erstickt den Leuten ganz fest ins Ohr. Eine Erinnerung schon von früher gewesen. Paul Busch hatte hier in der ehemaligen DDR einen guten Namen und hat auch einen guten Zirkus gemacht. Ich stamme selbst aus einer alten Zirkusfamilie und wir haben den Namen übernommen. In dieser Saison ist der Zirkus mit einem neuen Rundkuppelzelt auf Tournee gegangen. In dem 17 Meter hohen Chapiteau mit einem Durchmesser von 32 Metern finden bis zu 700 Besucher Platz. Direktor Georg Frank hofft, dass möglichst viele Güstrower die Vorstellungen besuchen und sich von der hohen Zirkuskunst dieses Familienunternehmens überzeugen.